Nachdem wir uns mit Weird Streak Dad auseinandergesetzt haben, wird's heute Zeit, dass wir uns mit unserem Weird Streak Boss auseinandersetzen. Willkommen bei Weird Streak Boss. Du kommst ins Büro, nachdem dein Boss sagt, dass er dir etwas zu sagen hat. Sobald du sein Büro betrittst, lässt er dich wissen, dass seine Gewinne sinken. Ich sag bewusst seine, weil es sind nicht deine. Nein, doch. Und deswegen musst du jetzt eine Nachtschicht einlegen und über Nacht arbeiten. Na, dem würde ich aber was erzählen. Zum Beispiel würde ich ihm diese automatische Maschine zeigen, die ich an meiner Hand habe. Na gut, meine lieben Leute, ich würde sagen, dann gehen wir mal rein und gucken mal, wie weird und strict dieser Boss wirklich ist. Ja Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu Weird Strict Boss, Leute. Und jo, Leute, wir gehen jetzt hier mal rein. Ich will in den Singleplayer rein. Ich meine, wir können auch hier zum Beispiel reingehen, aber ich wette mit euch, hier kommt keiner rein, ne? Ich werde. Weird Evil Boss. Schlechte Nachrichten. Abzeichen habe ich, okay? Oh, es gibt eine Story, Leute. Holy Macro Genie. Der Boss hat mich angerufen. Work, work, listen work. Up. Profits are down a lot. Which means you guys haven't been working hard enough. So you all are gonna be staying here overnight. Und warum? So get to work or else. Wirklich, bruh? Oh nein! Yeah, good luck. Oh nein, Spritten, Sauerstoff, Durst, Hunger steht hier hinter mir, ne? Hier. Oh mein Gott, okay, Bossbüro. Okay, ich kann nicht glauben, dass ich über Nacht arbeiten muss. Ja, gut. Ich sollte anfangen, hier sauber zu machen. Okay, ja, dann machen wir das. Eis zum Einfrieren des Bosses. Okay. Druckerpapier greifen. Warum Druckerpapier? Wie riesig ist das bitte? Treppenhaus. Oh nein. Büros. Wie riesig ist das hier bitte? Okay, ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. So, Druckerpapier greifen und dann Druckerpapier in Drucker stecken. Das dauert da wieder sehr lang. Das erinnert mich aber eher so ein bisschen an ein Experience-Game. Holy Macaroni, wie sieht's denn hier aus? Da hat aber wieder mal jemand dich aufgeräumt, ne? Die haben ja hier quasi, eigentlich kannst du schon sagen, an den Boden hingekackt. Also, Police, okay. Da kann ich nicht hin. Sehr interessant, dass da Polizeiabsperrband ist. Super. Okay, da ist der Generator. Ich denke, das ist auch alles gerade so ein bisschen zum Kennenlernen. Was juckt denn meine Nase so übel, Leute? Ey, ganz ehrlich, das ist ja auch nicht normal. Da ist überall Müll am Boden. Also ganz ehrlich, ey. 4 von 8. Kann ich sprinten? Ja, kann ich. Okay. Aber wenn ich sprinte, verbrauche ich logischerweise Sprint. Also Ausdauer. Warte mal, da war noch einer, oder? Jawohl. Sehr gut. Ich arbeite aber. Also keiner kann sagen, dass ich nicht arbeite. Was ist hier im Badezimmer? Die ist versperrt. Okay, kann ich Musik anmachen? Auch nicht. Really, really, really great. So, dann hier nochmal Papier rein. Ich weiß zwar gar nicht, was das bringen soll. Ich habe keine Ahnung. OP-Leute töten. Es kommt mir wirklich vor wie ein Experience-Game. Spiele ich hier ein Experience-Game? Schnapp dir den Wasserkrug. Also... Ich glaube, das ist jetzt hier wirklich nur der Auftakt zu etwas ganz Schlimmem, Leute. Rotox Büro, hey, da ist ja mein Büro. Pausenraum. Was machen wir mit der Wasserflasche? Ach so, legen Sie den Wasserkrug nach oben. Okay, das heißt, ich muss immer hoch. Ich habe hier Kameras. Oh je, Leute, oh je. Oh je. Ich sehe es kommen. Ich sehe es schon kommen. Ich muss hier hochlaufen zum Trinken. Oh Gott. Kann ich... Reinige den Müll im Büro. Kann ich nicht schon mal... Nee, kann ich nicht. Toll. Ey, also ich bin eigentlich ein guter Angestellter, ne? Ich versuche hier wirklich mein Bestmöglichstes zu tun. Aber wenn ich jetzt auch noch Hunger und Durst habe und so weite Wege laufen muss, wisst ihr, das ist nicht gut. Also klar, Leute, die im Büro arbeiten, ja, da kann ich ein Lied von singen, die haben am Tag ganz wenige Schritte, weil die den ganzen Tag nur auf ihrem Poppes sitzen. Insofern ist das schon gut, dass das über 2 Etagen geht. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass unser Boss ein bisschen Banane ist im Hirn, hätte ich es doch ganz gerne, dass ich nicht so weit laufen muss. Ey, Leute, ich krieg's hier wirklich mit der Angst zu tun, Mann. Oh, no. War der vorher nicht? Hey.
wenn der Boss in seinem Büro beschäftigt ist. Oh, hier gibt's was zu essen. Das bedeutet, es kann nur eins bedeuten. Das wäre, ich kann seinen Kuchen aus dem Kühlschrank stehlen. What? What? Okay, bevor ich arbeite, sollte ich den Sauerstoff überprüfen. Warum muss ich den Sauerstoff überprüfen? Sauerstoff überprüfen. Muss ich da immer erst hindrücken? Okay, bei 100%. So, und jetzt? Ah ja, jetzt geht's nicht gleich aus. Ich sollte meine Arbeit beginnen. Ja gut, dann gehe ich nach unten und mach das mal. Ich habe alles aufgeräumt, ich habe alles gemacht. Erledige deine Arbeit. Jo, mach ich. Mach ich's. Kein Problem. Ich bin der beste Mitarbeiter des Monats, des Jahres und überhaupt. Ich bin der Allerechte. Die Gehaltserhöhung, ich kann sie schon riechen. Warum liegen hier überall so eklige Zettel rum? Ich dachte, ich muss am Computer arbeiten. Wer schreibt denn heutzutage noch? Wer schreibt denn heute noch? Nein, nein, nein. Schreibt. Ist gut. So. Right? Fertig? Okay. Ich habe vom Boss schon seit einiger Zeit nichts mehr gehört. Was ist das denn? Ich sollte nach ihm sehen, das ist so ein Krankenhausposter, was hier hängt. Checke den Boss in seinem Büro. Was ist das? Unsichtbar. Kannst nicht sterben. Unsichtbar werden. Kostet 49 Robux. Dann kann ich nicht sterben, Leute. Was bringt das dann? Lieber Boss, ich komme jetzt, okay? Work hard and be nice to people. Okay, die Tür ist zu. Vielleicht sollte ich die Kameras prüfen. Oh. Ja, gut, dann machen wir das mal. Dann machen wir das mal. Weird Strict Boss. Wir checken die Kameras. Ey, aber die Wege sind so weit. Das ist der pure Wahnsinn. Okay, was? Der Boss wird zufällig aufwachen, um zu überprüfen, ob du arbeitest. Schnappen Sie sich eine Taste, halten Sie den Generator, verwenden Sie den Kameraraum, PC. Ja, dann musst du mir jetzt hier keine 20 Sekunden geben. Da ist der Pausenraum. Okay, aber zum Trinken muss ich hoch. Was schlecht ist. Hör ich, wenn der Boss kommt? Oh mein Gott, guckt euch das mal an, ey. Der wird mich gleich sowas von wegsnacken. Okay, er schläft. Das ist gut. Okay. Kann ich noch einen Becher nehmen? Nö, leider nicht. Okay, dann gehe ich jetzt runter. Alright, das ist gut. Sauerstoff ist noch bei 100. So, dann, was mache ich dann jetzt? Gehe ich jetzt da rein oder? Ich kann jetzt noch nicht hier was trinken. Ich trinke erst, wenn ich schon am Ende bin. Wenn ich schon richtig am Ende bin. Hunger? Du hast, zum Glück müssen wir nicht schlafen. 12 AM. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich trink mal was. Okay. Ich esse was. Okay, schnapp dir Chips. Schmackofätzchen. Dann gehe ich wieder hoch und hol mir nochmal eine Tasse, ja? Alright? Kann ich das machen? Ich hol mir jetzt erstmal. Ich höre ihn noch schlafen. Was gut ist. Wir müssen den Sauerstoff noch, Oh! Oh oh. Oh, 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 wie schnell ist der? Wie schnell ist der? Oh, oh. Oh nein, mein Sprint. Mein Sprint. Sprinte. Ah! Oh mein Gott, ey. Das war knapp. Holy Macaroni. Gut, okay. Gut, wir trinken. Oh, warte, warte, warte. Ich nehme mir noch kurz was zu essen mit. So. Yam, 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 yam. Und jetzt müssen wir hoch. Oh Mann, wir brauchen viel mehr zu trinken, zu essen und wir brauchen vor allem brauchen wir Sauerstoff. Schade, dass man nicht mehrere nehmen kann. Das wird natürlich den Sinn des Spiels verfehlen. So, wir machen uns voll hier, decken uns ein mit Getränken. Alles klar. Ja, dann gehen wir wieder runter, ne? Und essen nochmal was, ein paar Chips. Das ist ja ultra nahrhaft. Chips sind ultra nahrhaft. Es gibt nichts Nahrhafteres als Chips, Leute. Das ist einfach mal so. Aber wisst ihr was, da kann ich auch eine Tüte essen und nochmal eine Tüte nehmen. Dann bin ich eigentlich erstmal so ein bisschen... Oh, er hat immer noch Hunger. Was ist mit ihm denn los? Bin ich eigentlich erstmal so ein bisschen safe? Ja, okay, gut, ich bin nicht wirklich safe. Der braucht so elendig viel zu trinken und zu essen. Das gibt's ja gar nicht. Und der Sauerstoff geht auch schon wieder runter. Aber es ist immerhin 1 Uhr, Leute. Immerhin das. Wenn ich arbeite, vergeht die Zeit nicht schneller, ne? Ich glaube, da verbrauche ich nur mehr. Okay, er schläft. Er schläft. Es gibt auch einen Nightmare-Modus, Leute. Ich krieg die Krise. Es gibt einen Nightmare-Modus. Oh oh. Oh oh. Ich muss bis 6 Uhr überleben. Oh oh. Oh 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 oh. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich arbeite. Ich bin ganz brav. Ich bin ganz ein Braver. Ich habe mal ein bisschen Durst.
So, jetzt muss ich nämlich ganz, ganz dringend hier essen und ich muss mir auch noch mal was zu trinken holen. Also ganz ehrlich, mich würde ja mal dieser Dämon interessieren, der hier die ganze Zeit alle so dermaßen betört, dass die alle so durchdrehen. Das gibt's ja einfach gar nicht. Und ich würde auch mal gern den kennenlernen, der dem hier das Sprinten beigebracht hat. Wo ist deine Kondition, Bro? Wo ist sie? Gut, okay, ich gebe zu, ich habe wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn ich hier laufen würde, von so einem Boss davonlaufen würde und Angst um mein Leben haben würde. Aber es ist immerhin schon 2 Uhr, Leute. Das ist doch schon mal gut. Dieser Roblox-Schlafsound, der ist so nice. So, lieber Boss, es ist 3 Uhr. Wir brauchen noch 3 Stunden, dann haben wir's. 3 Stunden noch, Leute. Kann ich nochmal deinen Kuchen klauen? Nö. So, dann machen wir uns hier mal richtig voll. Hauen wir uns die Buchse mal richtig voll. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Also eigentlich ist das nur eine Kombination aus, ich muss jetzt hier in der Nacht überleben, beziehungsweise ich laufe jetzt hier mit der Taschenlampe in vollständiger Dunkelheit umher. Und wenn der Boss kommt, tue ich so, als würde ich was machen. Ist eigentlich doch relativ nice. Also, so würde ich mich auf jeden Fall auch bezahlen lassen. Ist doch super. Ist ja wirklich sehr, sehr super. Knorke ist das. Ich kann hier auch an die Kameras gehen. Was ja auch gar keinen Sinn macht. Kann ich hier... Er pennt da unter seinem Katzenbild. Der Bro. Aber gut, man hört ja, wenn er kommt. Ja, man hört das ja. Ja, der Durst neigt sich, ne? Okay. Gut, das war gut. Warte. Ja. Ich arbeite. Bro, ich arbeite. Und nichts als arbeiten. Ich esse nicht, ich trinke nicht, ich gehe auch nicht kacken. Und pinkeln tue ich hier, wo ich stehe. Ah, es ist alles gut, ne? Schnell, hau ab jetzt. Ich muss trinken. Ich muss trinken. Hau ab. Es ist 4 Uhr. Ich muss trinken. Und ich habe Hunger. So, schnell. Wir müssen schnell ganz oben Wasser holen. Der braucht immer ein bisschen, bis er kommt. Wir sind hier nicht im Nightmare-Modus. So, ich schätze mal noch. So, 2-mal muss ich hier nach oben laufen. Dann haben wir es, Leute. 2-mal. So, Tasse auffüllen und trinken. Komm. Zack, nochmal Tasse. So, okay. Sehr gut. Dann laufen wir zurück. Dann müssen wir nochmal auffüllen hier. Sollte dann eigentlich genau reichen. So, und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Essen. Eigentlich hätte ich mich komplett gleich voll machen können. Und nochmal nachladen können beim Wasser. Ah, egal. Egal, so wie wir es eigentlich jetzt hier beim Hunger immer machen. Soll ich nochmal hochgehen? Soll ich es nochmal versuchen? Ich will aber eigentlich nicht sterben. Reicht das? Naja, komm, das wird schon reichen, das Wasser. Wir warten jetzt ab, bis er nochmal kommt, der Allerechte. Aber ich find mein Bild hier schön, ne? Mit meinen Toilet Tower Defense Wings hinten dran. Oh, ist schon schön. Ja, mein eigenes Büro, Leute. Ich bin schon sehr stolz. Na gut, schauen wir mal. Ich will mal gucken, wie das aussieht, wenn der Kollege aufsteht. Oh, es ist 5 Uhr, oder? Ist es 5? Ja, es ist 5 Uhr, Leute. Oh, nice. Sehr gut, Leute. Wir haben es gleich. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben die Nachtschicht überlebt. Erfolgreich, ja? Der Boss kann uns gar nichts anhaben. Weird Strict Boss am Poppes. Ah, ich verstehe. Ich kann an jedem Zettel arbeiten, aber leider nicht am Computer. Das ist schlecht. OP. Leute töten. Ja, will ich nicht. Ja, der Boss, der schläft ein bisschen lang. Ich glaube, der kriegt nicht allzu viel ab von Schlaf. Ich glaube, der macht sich zu viel Sorgen um die Gewinne, die hier schrumpfen. Verständlicherweise. So, jetzt ist die Frage, ob wir nochmal hoch müssen. Ob wir das überleben. Oh. Okay. Ja, um 5 Uhr arbeiten wir nochmal. Ist alles gut. Ich habe auch nicht geschlafen, du blöder Hund. Also ganz ehrlich. Ja, dann mach doch auch mal hinne hier. Du mit deinem Klumpfuß. Checking. Tschüss. Ich arbeite hart. I'm working very hard. Oh, ich höre jetzt auf zu arbeiten. Geh schlafen. So. Ja gut, dann geh ich nochmal hoch und hol mir nochmal ganz, ganz schmackhaft hier was zu saufen. So, warte, dann fülle ich das hier noch auf. So, dann holen wir uns noch was zu trinken. Oh, ich hab's geschafft! Ja, nice, Leute! 6 Uhr, wir haben's geschafft. Sehr, sehr wild. Coole Sache. Yeah, I'm sorry about that, everyone. Warum? Was? Ja, was? Bruder? Was meinst du mit sorry? Du hast uns fast getötet? Some guy broke into the office and possessed me. Ja, ja. Don't worry. I think I'm good now. Klar, weil sowas ja einfach weggeht. I'll be giving everyone a $5 bonus. Super! Toll! $5! Nice! Da kann ich mir was kaufen von. Nicht! Alright, Leute, das war's mit einem Video zu Weird Strict Boss. Wenn ihr wollt, dass wir den Nightmare-Modus noch ausprobieren, könnt ihr es mich gerne in den Kommentaren wissen lassen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da und abonniert gerne rein, damit ich sehe, dass euch dieses Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.